Oh, hallo und herzlich willkommen im Keller und zum Dankeschön-Video, das mal wieder fällig ist. Ist diesmal überfällig, insbesondere bei der ersten Sache. Aber ich habe halt einfach irgendwie nicht die Muße gehabt, da ein entsprechendes Video schon zu machen. Aber zumindest jetzt lohnt sich's und jetzt habe ich auch die Zeit und ich gehe immer davon aus, dass bei den Geschenken, die ich so kriege, der Schenkende nicht die Absicht hat, mich in irgendeiner Form unter Stress zu setzen. Und deswegen hoffe ich halt dann immer, dass das okay ist, wenn ich mein Dankeschön-Videochen dann mache, wenn ich halt gut dazu komme. Und das kann dann halt schon mal in diesem Fall ein bisschen länger dauern. Also da hoffe ich auf entsprechendes Verständnis und schon mal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank eben gleich mal vorneweg an die beiden, die sich jetzt hoffentlich angesprochen fühlen. Es waren nämlich zwei Päckchen. Einmal jenes hier und das sind T-Shirts. Zwei Stück. Und zwar sind das diese Saki-T-Shirts, die man beim Saki bekommt und mit irgendwelchen schicken Outdoor-Motiven. Passt mir gut. Prima. Herzlichen Dank. Einmal hierfür. Und einmal dafür. Damit bin ich jetzt T-Shirt-technisch ganz gut ausgestattet für den Wald, und hab da jetzt reichlich Vorrat. Passend tun sie, wie gesagt. Und ja, dazu gab es dann noch den Hinweis auf eine Radtour von zwei Damen, die da ein bisschen Geld sammeln wollen, um Bäume zu pflanzen und ob ich das nicht in irgendeiner Form supporten will. Ich befürchte bloß, das ist inzwischen etwas zu spät. Ich werde mal trotzdem den Link in die Videobeschreibung packen. Ja, generell finde ich ja sowas grundsätzlich gut, wenn man irgendwie versucht, für irgendeinen guten Zweck da Geld zu sammeln mit irgendeiner schönen Aktion. In diesem Fall sind die, glaube ich, mehr oder weniger durch ganz Deutschland geradelt, zwei etwas jüngere Damen. Und ja, das könnt ihr euch ja dann vielleicht mal selber durchlesen. Und wenn ihr das super toll findet und vielleicht nachträglich, vielleicht kann man da auch jetzt noch irgendwie den einen oder anderen Euro hinsenden, dann darf das gerne tun, wer das denn gerne tun möchte. Ja, aber wie gesagt, eben vielen Dank, Birks, für die Dinger hier. Und damit war das das erste Päckchen. Dankeschön. So, zweites Päckchen. Da habe ich erstmal einen gewissen Schreck bekommen. Ich habe inzwischen den Schreck, der oben drauf lag, nach unten gepackt. Vielleicht so quasi auch zu Demonstrationszwecken, dass ihr erst am Schluss erfahrt, was denn der Schreck nun genau gewesen ist. Also im Wesentlichen ist es ein Schweizer Care-Paket mit diverser Schweizer, ja, mit diversem Schweizer Inhalt. Zum Teil sehr schweizerischer Inhalt, finde ich hervorragend, finde ich ganz, ganz toll. Naja, jedenfalls war da zunächst mal drin dieses Ding. Das ist nicht, wie ich zuerst dachte. Also es ist schon quasi der Schweizer Poncho, aber der Schweizer Poncho ist nicht wirklich ein Poncho, sondern ein Nässeschutzumhang oder Regenschutzumhang oder ich weiß nicht genau, wie das Ding hochoffiziell heißt. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass das Ding wirklich wie so ein Umhang geschnitten ist. Das kann man kann es natürlich auch als Decke quasi, also als Dach irgendwie aufspannen, da zweifle ich keine Sekunde dran, dass das auch geht. Ist es dann ein. Das muss ich jetzt. Ich habe mich jetzt noch. Ich habe das Ding mal angehabt und habe mich dann aber jetzt nicht mehr so intensiv damit auseinandergesetzt. Was ich natürlich noch tun werde. Ja, ich ziehe das mal an und dann dürft ihr mal gucken, wie das lustig aussieht. So. Also das ist tatsächlich halt wie ein Umhang geschnitten, hat hier vorne so Knöpfe, kann man also dann wie eine Jacke quasi zuknöpfen. Und es ist halt eben nicht
ein rechteckiges Ding wie der Bundeswehr-Poncho, sondern es ist wirklich schon zugeschnitten, eben in dieser Form. Heißt, man kann es auch nicht als Rechteck irgendwo hinhängen. Man kann es natürlich trotzdem irgendwo hinhängen und als Dach verwenden. Also ich bin mir sicher, dass das in irgendeiner Form geht. Ist nicht so breit wie der Bundeswehr-Poncho, reicht weiter runter. Und ich finde das halt wirklich praktisch, dass man das wie einen Mantel anziehen kann. Das heißt, man muss es sich gar nicht komplett über den Kopf schmeißen, sondern man kann es so richtig vorne vollständig öffnen. Ne? Und dann quasi diesen hier machen. Und Kapuze hat es entsprechend auch. Kann man auch alles zuzurren. Diese Armlöcher hier kann man auch zumachen, wenn man die entsprechend nicht braucht. Oder zumindest enger machen. Ist natürlich hervorragend verarbeitet, super, super robust. Ist ein bisschen anderes Material, als ich vom Bundeswehr-Poncho gewohnt bin. Etwas leichter von der Materialstärke her, sollte aber trotzdem einen unglaublich robusten Eindruck. Ich kannte das Ding von Gerüchten her, ne? Da es ja jetzt um die Schweiz geht, beziehungsweise so ein bisschen um Schweizer Militär. Meine beste Freundin schafft da ja als Soldatin und... Was ist sie? Hauptfeldweibel? Heißt das so? Ich glaube. Die hat mir von diesem Teil hier schon berichtet. Und ich habe nicht so ganz nachvollziehen können, wie das funktioniert. Ich hatte sie gefragt, ob sie denn auch einen Poncho haben. Weil jede Armee hat ja einen Poncho. Und ja, so mehr oder weniger. Und das ist jetzt richtig cool, dass ich jetzt an so ein Ding sogar noch rangekommen bin. Werde ich mal auf jeden Fall beim nächsten Regen ausprobieren. Oder beim übernächsten Regen, aber dann auf jeden Fall mal ausprobieren, inwiefern denn das, ja, toll ist. Aber allein schon, dass ich jetzt endlich mal einen tarnfarbenen Mantel habe, ist für mich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich renne zwar jetzt nicht so gerne in Flecktarn rum, aber haben ist gut. Für den Fall eines Falles, dass das dann doch mal Sinn macht oder wenn ich mal auf Wildbeobachtung gehen möchte... Nicht, weil das beim Wild viel hilft, aber bei den anderen Leuten, die einem beim Wild beobachten helfen, beobachten könnten. Da könnte das helfen. Also richtig cooles Teil. Ist, ich glaube, auch ein bisschen leichter als unser Bundeswehr-Poncho. Gefühlt, ich habe es jetzt nicht gewogen. Ja, also das Ding gefällt mir. Dankeschön. So, dann gab es hier diese prima Handschuhe. Die machen einen extrem robusten Eindruck. Ich habe keine Ahnung... Hensa-Grip oder was das Resistor 9 Super Resistor sonst was. Sieht auch ein bisschen militärisch aus irgendwie, so, also so vom Ding her, aber ich habe keine Ahnung, was das für Handschuhe sind. Ist überhaupt nicht schlimm, aber die sind schon kleiweng eng für mich. Macht aber nichts. Macht gar nichts. Ich mag enge Handschuhe. Ich habe meine Handschuhe lieber eng als groß. Und ich glaube, besonders für irgendwelche Feueraktivitäten, wenn man da mit heißen Krempel hantiert, sind die, glaube ich, besonders gut geeignet. Das scheint sehr dickes Leder zu sein. Auch irgendwie bei Hantieren mit Dornen. Riecht auch nach irgendeinem, ja, mindestens lederartigen Material. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist auf jeden Fall irgendein Leder. Aber die machen einen super robusten Eindruck. Muss da unbedingt mal die nächste heiße Kaffeetasse dann entsprechend mit anpacken. Würde ich jetzt speziell eben für irgendwelches Hantieren am Feuer, werde ich die auf jeden Fall, denke ich, hernehmen. Meine anderen Handschuhe, die ich zurzeit immer gerne benutze, wenn ich draußen bin, habe ich mehrere Paar von. Eins liegt da hinten. Das sind die inzwischen billig zu habenden. Die gab es lange Zeit auch nicht billig. Wollte ich eigentlich mal irgendwo ein kleines Video zu machen. Kommt irgendwann noch. Die Bundeswehr-Kampfhandschuhe. Mit diesem extrem langen Ende hier unten, damit er schön unter die Jacke passt. Haben innen Leder, haben außen, naja, noch ein bisschen Leder. Angeblich soll das dafür sein, hat man mir damals in der Grundausbildung erzählt, dass wenn man jemanden haut, das erste, was er spürt, Leder auf der Backe ist. Und dann den Schmerz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Aber ja, so war das jedenfalls. Jedenfalls, das sind meine anderen Handschuhe. Und worauf ich hinaus möchte, für irgendwelche Dinge am Feuer, da halten die nicht wirklich viel ab.
Und deswegen habe ich da überhaupt nichts dagegen. Wenn ich die hier vom Material her deutlich dicker zu sein scheinen, dann jetzt als Feuerhandschuhe verwenden kann. Prima. Vielen herzlichen Dank. Und die passen auch wunderbar in diesen schönen kleinen Verpackpaar, passen und wunderbar in die Hosentasche. Kann man dann immer schön mitnehmen. Kommt gleich da hinten ins Handschuh- bzw. Schutzausrüstungsregal. Da liegt auch meine uralte Gasmaske rum, auch wenn ich die wahrscheinlich nie brauche, aber ich war trotzdem der Meinung, zumindest mal haben sollte man eine. Ob das Ding funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Das ist so ein überaltetes Teil aus Bundeswehrbeständen. Zwar noch mit offiziell verplombtem Filter, aber weiß man ja nie, ob das funktioniert. Demzufolge, der ernsthafte Prepper wird jetzt meinen... Oh. Aber egal, hat nicht viel gekostet und ich habe gedacht, ich brauche das jetzt unbedingt. So, dann, was man immer, 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 immer brauchen kann und nie genug von haben kann, was nicht heißt, dass mir jetzt jeder fünfte Stück davon schicken soll, sind diese tollen Notkocher, wie heißt der? 71, Notkocher 71. Hat der nicht auch noch irgendeine Nummer gehabt vorne dran? Ich weiß es nicht. Egal, jedenfalls, da ist immer diese schöne Streichholzbriefchen dabei. Hier drumherum. Ich hoffe, man kann das durch die Folie sehen. Das ist eine Topfauflage. Die setzt man sich da oben drauf. Kann man Topf draufstellen, kann man kochen. Reicht meiner Erfahrung nach für ja, so 3 große Dosen Ravioli warm machen beispielsweise. Oder auch 4. Ne? Und dann ist halt irgendwann leer. Vielleicht für diejenigen, die das Ding noch nicht kennen, wundert euch nicht, wenn ihr damit fertig gekocht habt, dass da unten noch so ein bisschen Schmierezeug drin ist. Sieht also noch aus, als wäre da noch Material drin, brennt aber nicht mehr. Das ist normal, das ist halt, weiß nicht wofür das genau da ist. Wahrscheinlich eben damit das halt eben in einer festen Konsistenz bleibt. Das, was da brennt, ist schon Alkohol, soweit ich das weiß. Und der Rest halt eben... So, machen wir vielleicht mit dem noch nicht so spektakulären Zeug weiter. Riesenkabelbinder. Die finde ich auch mal richtig toll. Ich glaube, die Größe von Kabelbinder kann man auch super verwenden, wenn man wirklich irgendwas Lagertechnisches fixieren möchte. Was mir spontan eingefallen ist, wenn ich, das habe ich neulich auch mal wieder für mich selber geübt, Rettungsdecken technisch ein Dach bauen möchte, so ein Schrägdach. Habe ich immer das Problem, dass man ja die Enden der Rettungsdecke irgendwie um Stock wickeln muss und fixieren. Das geht natürlich auch mit Schnur. Aber ich glaube, für sowas, wenn man sowieso schon mit Plastikzeug hantiert, wären Kabelbinder so richtig geschickt. Ne? Also einmal rasch, zack, drum und fertig. Ich glaube, dafür probiere ich die auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, ich habe das sowieso demnächst nochmal vor, nochmal so in die Richtung zu machen. Dann werde ich die dann hoffentlich... mitnehmen, wenn ich nicht vergesse, oh, einer kommt raus, dann kann ich dir nochmal separat zeigen. Also die sind wirklich schön lang, schön dick, sehr robust. Jetzt habe ich auch Kabelbinder bei meinen Befestigungsutensilien. Sehr schön, danke, danke. So, dann, nützlicher Kleinkram-Kategorie, nämlich... Streichhölzer alle. Und das sind wieder so, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstehe. Moment, da gibt es sogar einen Sicherheitshinweis. Keep in a dry place and away from children. Strike gently away from body. Mhm. Naja, weiß ich schon, was ich damit tun soll. Tada! Also das sind so Überallzünder, was man daran sieht, dass hier einfach nur ein bisschen Sand an die Packung rangeklebt ist. Ich finde das von daher toll, weil diese blöden normalen Zündstreifen, an normalen Streichholzschachteln, ganz oft, finde ich, ist dieser Zündstreifen abgenutzt, bevor man überhaupt sämtliche Streichhölzer verbraucht hat. Von daher, perfekt. Und der Vulkan steht drauf und ein Segelschiff macht hier... Vielleicht nur begrenzt Sinn, tut aber nichts zur Sache. So, dann, was haben wir noch? Was richtig cool ist, was ich nämlich tatsächlich nicht besitze, wollte ich mir immer mal in irgendeiner Form zulegen. Ich hatte auch schon mal sowas, dann ist es irgendwie verloren gegangen, ist so eine Miniaturzahnbürste als Set, komplett mit, da flog sie. Zahnpasta, ganz kleine, die kann man dann da entsprechend reinsetzen und fertig. Toll, also das kann ich wirklich richtig gut gebrauchen.
Ich renne ja meistens auf Touren tatsächlich mit einem ganz normalen Zahnbürste rum und erzähle jedem, der es nicht wissen will, dass ich mir Löcher in den Griff bohren möchte, um Gewicht zu sparen. Habe ich nicht ein einziges Mal gemacht. Aber die Idee ist gut. So, legen wir auch mal kurz nach da. So, dann haben wir hier, also das andere war jetzt auch in diesen Tütchen, die Kleinkram-Sachen. Diese Dinger, das sind, da habe ich mir jetzt auch neulich erst privat welche zugelegt, aber die hier haben den großen Vorteil, dass sie einzeln verpackt sind. Ist nämlich wichtig, weil wenn die nass werden, dann wird da ein Tüchlein draus. Also Handtuch ist vielleicht etwas überzogen, aber das gibt schon, soweit ich weiß, wirklich so große Lappe. Also mit zwei davon kann man sich eigentlich ganz gut prima körperpflegetechnisch versorgen. Und wie gesagt, ich habe da mir neulich erst welche bestellt, aber eben der große Vorteil, die sind einzeln verpackt. Das ist also so die optimale Version, um sie dann in irgendwelche Survival-Päckchen, EDC-Dose und so weiter und so fort reinzutun. Was ich auch auf jeden Fall noch tun werde. Ich bin eh gerade dabei, so nochmal mein EDC-Dosen-Konzept ein bisschen zu überarbeiten. Ich tüftel da ständig dran rum, aber die neue Version, die vorzeigbar ist, ist demnächst fertig. Und da habe ich noch ein winzig kleines bisschen Platz. Und da wäre das hier, glaube ich, wirklich was, was so richtig Sinn macht, reinzupacken. Kann man ja auch als Notverband bezeichnen. Das geht gut, also zumindest mit den anderen Dingern. Ich möchte jetzt hier keins extra verbrauchen, weil das halt so praktisch ist mit den einzeln verpackten Teilen. So, dann hier noch diverse schöne Heringe. Jetzt habe ich inzwischen so richtig Auswahl, was Heringe angeht und kann mich da jetzt auch, muss nicht immer meinen Standardheringe nehmen, sondern kann auch mal was anderes nehmen. Ich finde die hier jetzt von daher toll, weil die wirklich so in alle Richtungen prima funktionieren. Also jetzt gerade so für so ein bisschen einen weicheren Boden. Die kann man auch schön mit Schmackes reinkloppen. Die wiegen gefühlt gar nichts. Also das ist ein saumäßig leichter Kunststoff. Macht trotzdem einen unglaublich robusten Eindruck. Tolle Heringe, gefallen mir gut. Und die Farbe, man findet die Dinger auch wieder. Ich weiß nicht, wie viele meiner normalen Alu-Heringe ich schon verloren habe, weil sie halt dann doch vergleichsweise unauffällig sind von der Farbgebung her. Mit Schnur. Schnur ist immer gut. Man kann nie genug Schnur haben. Ich hoffe, das nutzt jetzt auch keiner als Vorwand, mir irgendwie, keine Ahnung, eine Kiste mit 10 Kilo Schnur zu schicken. Ich habe da jetzt diesbezüglich inzwischen ein bisschen Angst. Wie gesagt, dass das, was oben drauf lag, kommt noch. Ja, ich bin wirklich bestimmt mindestens 3 Minuten rumgehockt und habe lachen müssen. Konnte erstmal gar nichts machen. ja, ganz, ganz toll. Das muss ich mir jetzt unbedingt nachher noch in den Rucksack schmeißen. Ist hier so ein Emergency-Food-Dingens. Also das ist Bauart technisch etwa gleich zu vergleichen mit BPWR, Energy 5 und diese ganzen Sachen. Aber halt wirklich so eine winzig kleine Packung, die man wirklich richtig toll einfach jeden Tag mit sich rumschleppen kann. Kommt auf jeden Fall zu den Dingen, die bei mir unten im Rucksack rumfliegen, dazu. Und wenn ich dann mal wirklich sage, oh Gott, jetzt komme ich wieder nicht nach Hause und ich habe Hunger und dann was aufmachen, mampfen, super. Also gerade eben in dieser kleinen Packung, das finde ich großartig. Ich habe ja jetzt inzwischen gelernt, wie man selber Dinge vakuumiert und könnte mir eigentlich nochmal ein paar von den Teilen so selber einpacken. Aber so gut und so krass kompakt kriege ich das natürlich auch nicht hin. Und außerdem steht Survivor drauf. Ich habe mal beim Rüdiger Neberg gelesen, ich hoffe, das ist jedem ein Begriff, wenn nicht, googelt mal, dass alles, wo man Survival draufschreibt, sofort unendlich cool wird und das Fünffache kostet. Zum Beispiel ein Survival-Nagel. Ein stinknormaler Nagel aus dem Baumarkt. Aber es steht Survival drauf. Eigentlich ein gutes Geschäftsmodell, ne? Aber was man auch auf Amazon an Scheiß findet, wo einfach irgendwer Survival draufgeschrieben hat, was dann gefühlt das Fünffache kostet von dem, wo nicht Survival draufsteht. Also teilweise, ne? Gerade auch der Gegenwert von diesen Mini-Survival-Kits, also diese üblichen kleinen Plastiktütchen, die dann irgendwo reingepackt sind, wo dann in der Regel ein Angelhaken, ein kleines bisschen Schnur, 3 Streichhölzer, vielleicht noch irgendein Blei für den Angelhaken dabei ist und irgendeine Nadel, im Optimalfall noch so eine Miniaturklinge und das war's dann.
Warenwert davon, so von den Herstellungskosten, das dürfte sich irgendwie im Centbereich abspielen, insbesondere bei den Qualitäten, die das hat, aber trotzdem stehe ich auf so einen Scheiß. Und ich finde es total wertvoll, dieses Zeug. Hebe ich ja auf. Ich habe da bestimmt fünf von diesen kleinen Päckchen und eben genau so mehr oder weniger in diesem Inhalt rumliegen und finde die trotzdem ganz großartig, auch wenn das eigentlich alles totaler Mumpitz ist. So, dann neigt sich dem Ende zu, aber noch eine große Sache. Was richtig, richtig toll ist, was ich richtig gut gebrauchen kann. Ta, 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 ta. Was ist das? Das ist eine, ich glaube, jetzt, du hast mal geschrieben. Moment, ich muss mal nachgucken. Ja, also hier steht, das ist ein Mannsputzzeug. Damit soll man aber, glaube ich, trotzdem nicht den Mann putzen. Hoffe ich. Sondern dessen Ausrüstung, insbesondere wohl die Schuhe. Wir hatten bei der Bundeswehr auch so ein kleines Schuhputzset. Das war aber erheblich kleiner und nicht so ausführlich und schon gar nicht so toll verpackt, weil es da so 7 Milliarden verschiedene kleine Täschchen gibt. Ich finde auch richtig raffiniert, wie man das zubekommt. Das ist einfach hier so ein Band drum und das knotet man zu und gut ist. Ist doch ein wunderbar einfacher Verschluss. Das gefällt mir gut. Qualitativ gefällt mir das auch ganz hervorragend. Und das ist dann wirklich so eine richtig schön große, lange Tasche mit vielen, vielen, vielen Einzeltäschchen und vielen schönen Inhalt. Zunächst mal gibt es hier diese beiden. Ich vermute mal, die sind zum Schuhcreme auftragen Bürstchen, die, um nichts einzusauen, jeweils hier noch so ein Käppchen haben. Und dann kann man damit quasi seine Schuhcreme erstmal auf dem Schuh verteilen. Finde ich gar großartig. Ich habe richtig Lust bekommen, jetzt mich jetzt nur mal wieder um meine Schuhe zu kümmern. Das war ja früher noch bei diesen Schuhen da auch noch häufiger nötig, weil das ja vom Material her also ganz Leder ist und so weiter. Da kann man schon einiges einschmieren. Bei meinen aktuellen Stiefeln hat es ja nur noch ein paar Lederteile, aber die werde ich auf jeden Fall auch noch mal dringend ein wenig pflegen wollen. Meine Alltagsstiefel, also ich habe in den meisten Tagen habe ich so leichtere Stiefel an, so ein AB-Stiefel. Von der Schwere her. Und die sind dann wiederum vom Außenmaterial her fast vollständig Leder. Und da kann ich auf jeden Fall ein bisschen dran rumbürsten. Vielleicht mache ich das nachher noch. Mal gucken, wie es zeitlich heute mal wieder reicht. Das ist immer so die Sache mit der Zeit. Oh je. Ja gut, das kennst du ja auch. Mit Sicherheit. So. Dann sind hier drin einmal Ledercreme. Creme pur. Nein, ich versuche es nicht Französisch zu sprechen. Ich vermute, es ist Französisch. Lederpflegecreme neutral. Das kann ich aussprechen. Das kriege ich hin. Dann haben wir hier das gleiche in Schwarz, vermute ich. Also ich vermute, das ist nur eine Spekulation. Könnte man eigentlich mal aufdrehen und mal gucken, dass das hier vielleicht was Helleres ist. Ah. Werde ich so nicht erfahren, will ich jetzt auch noch nicht aufmachen, wenn dann nachher. Und jenes hier auf jeden Fall was Dunkles ist. Ah ja, hier kann man es sehen. Für den schwarzen Glanz. Aber habe ich kein Problem mit, auch bei meinen nicht schwarzen Schuhen mit schwarzer Schuhcreme zu arbeiten. Optik ist mir eh immer relativ wurscht. Außerdem finde ich es ganz schön, wenn die im Laufe ihrer Benutzung nachdunkeln. Das gefällt mir irgendwie. Dann sieht man auch, dass die Schuhe schon ein bisschen was gesehen haben von der Welt. Dann gibt es hier noch in diesem Fach ein Lümplein. Und man soll wohl hier auch noch ein Snickers oder ähnliches reinstecken. So als Notration quasi. Wenn man dann völlig fertig. Also, das weiß ich von meiner besten Freundin auch, dass die, wenn die vom Marsch zurückkommt und fertig ist mit der Welt, und dann heißt es ja nicht erst mal Pause machen. Das habe ich auch erlebt, als ich mit ihr in Schottland unterwegs war. Wenn man angekommen ist,
am Lagerplatz ist das, was ich, wenn ich alleine bin, erstmal mache, auf den nächsten Stein hocken, in die Landschaft gucken und entspannen. Es sei denn, es ist wirklich, ich kann absehen, dass es sofort anfängt zu regnen, dann baue ich gleich das Lager auf. Aber normalerweise erstmal eine Runde entspannen. Nein, sie nicht, sie kommt an, Zelt aufbauen, kochen, kochen, essen, essen. Jetzt können wir entspannen. Ja, ja, die lieben Militärmenschen. Also war ich ja auch mal, wie gesagt, aber ich glaube, meine doch vergleichsweise kurze Zeit bei der Bundeswehr ist nicht mit Berufssoldatentum in der Schweiz zu vergleichen. So, dann habt ihr noch so drei tolle Bürsten. Es gibt, glaube ich, eine ganz grobe. Deswegen hoffe ich, dass ich mich damit nicht selber putzen soll. Naja, vielleicht sogar noch funktionieren, zumal ich ja relativ dicke Barthaare habe, aber nein. Und eine, das ist glaube ich die ganz feine, ja die ist, die könnte man tatsächlich fürs, was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen, ein weiß ich nicht wofür Hölzchen. Damit kann man bestimmt auch anderes Holz spalten, so als Keil. So die Alternative zum Betoning. Cool, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Und das ist, glaube ich, so eine mittlere, würde ich jetzt sagen. Ah, Glänzebürste. Sehr cool. Also diese Tasche, die finde ich gar großartig. Habe ich jetzt wirklich alles, was das Herz begehrt zum Schuhputzen. Das mache ich wirklich nachher noch. Nötig wäre es. Und wie gesagt, das lässt sich einfach wunderbar hier einfach so zusammenrollen quasi. Dann noch dieses Ding hier drum und das hat dann eine Seite obbe drum, eine Seite ohne drum und dann hebt das auch prima. Jetzt kommt das, weshalb ich mich erstmal wirklich nicht eingekriegt habe. Ich habe einen Teil davon auch schon weggefuttert. Ach so, und das habe ich ganz vergessen. Da war auch noch ein ganz, ganz tolles Schweizer Militär-T-Shirt dabei. Das kann ich jetzt nur leider gerade nicht zeigen, weil es in der Wäsche ist. Ich bin damit schon entsprechend rumgerannt. Finde ich tippitoppi. Ich stelle fest, das sitzt relativ, sagen wir mal, figurbetont. normalerweise sind XL-T-Shirts bei mir gut passend. Also da, das ist, glaube ich, XL oder irgendwie. Das sitzt normalerweise relativ locker. Das ist schon figurbetont. Ich glaube aber, ich habe mir sagen lassen, das sei Absicht. Also auch wieder meine besagte Collection zur Schweizer Armee. Also die sieht da natürlich hervorragend drin aus, weil es ist relativ figurbetont. Ich darf sowas sagen. Und deshalb glaube ich, das ist mehr oder weniger Absicht. Vielleicht ist es auch dafür da, dass der zu dicke Soldat, also ich, dann, wenn er sein T-Shirt anzieht, feststellt, scheiße, ich muss abnehmen. Ich glaube wirklich psychologisch gut gemacht. Aber das ist wirklich super, das ist so ein tolles Funktionsmaterial. Als dreckigen Klamotte, ganz tippitoppi. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, was es daran in irgendeiner Form auszusetzen gäbe. Wie gesagt, bin da auch schon ein bisschen mit rumgerannt. Ich sag's trotzdem. So, nämlich das war dann so der Moment, das lag halt oben drauf, wo ich mich ja wirklich erstmal nicht mehr eingekriegt habe. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber gefühlt bestimmt 2 Kilo. Noch mehr. Gefühl. Also wahnsinnig viel Schweizer Armee-Schokolade. Und ich habe auch schon einige gemampft. So als Notration im Wald für den Notfall ist das gedacht. Ich habe es auch ohne Notfall schon gegessen. Ich mag die total gerne. Also die schmeckt mir wirklich sehr gut. Vor allen Dingen finde ich bei der Schokolade toll, dass da auch noch ein bisschen Koffein drin ist. Und man hat schon so das Gefühl, wenn man gerade so ein bisschen schlapp, will nicht mehr, dann frisst man so eine Schokolade und dann geht es eigentlich wieder ganz gut. Also zumindest geht es mir so. Da ist natürlich auch noch ein gewisser psychologischer Faktor mit Sicherheit dabei. Aber die ist sehr, ich mag die wirklich sehr, die ist sehr lecker. Ich mag auch eher Vollmilchschokolade, so dunkle, kann man mal essen, aber persönlich ist das jetzt nicht so meins. Ja, ich bin Banause, ich weiß. Spannender finde ich Schokolade grundsätzlich immer, wenn da irgendwas drin ist. Insbesondere irgendwas Knuspriges. Deshalb mag ich die super, super, super gerne.
Und ich weiß nicht, ob es irgendwo draufsteht. Ich hatte auch nicht mehr viel. Ich habe da hinten noch irgendwo 4 oder 5 von den Dingern rumliegen und habe die gehütet wie meinen Augapfel, weil ich mir gedacht habe, da kommst du nie wieder dran. Wenn die alle, das ist alle, musst du ganz sparsam mit umgehen. Hat sich erledigt. Zucker, Kakao, Butter, Cornflakes, genau. Koffeinhaltiger Cola-Extrakt. Hatte ich also richtig im Kopf, dass da auch noch ein bisschen Koffein drin ist. Ja, und das war's dann aber auch. Also, vielen herzlichen Dank. Nachschub aus der Schweiz. So, dann kann ich ja jetzt mein Schokoladenregal entsprechend wieder auffüllen. Sage aber schon mal, also nochmal vielen herzlichen Dank. Auch hier, ne? Auch da vielen Dank entsprechend dafür. Klamotten habe ich jetzt erstmal. Schokolade definitiv auch. Und kann jetzt auch wunderbar getarnt mit Nässeschutzumhang. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Muss ich mir mal echt nochmal schlau machen. Durch den Wald huschen und Passanten erschrecken. Wenn die wieder überall da rumlaufen, wo ich gerade bin, das geht ja auch nicht, ne? Da muss man sie schon erschrecken. Ist ja schließlich mein Wald. Nein, egal. So, Dankeschön nochmal und bis zum nächsten Mal und tschüss.